job is my mein Job ist meine Leidenschaft. Und manchmal kann es natürlich extrem herausfordernd sein. Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, alles effizienter und smarter zu machen. Willkommen alle. Heute stehe ich hier beim PK 58 und ich habe Michael Völker hier. Es ist der Leiter des Produktmanagements. Michael, du bist schon seit 30 Jahren bei der Firma, ja, ungefähr so viel. Und du kannst uns natürlich sehr viel erzählen über unseren PK 48002 Tech 7 erzählen. Wir werden uns natürlich Smart Control auch anschauen und eDrive. Jetzt schauen wir uns jetzt erstmal unseren PK 58 an. Das ist natürlich ein komplett neues Modell der Tech-Reihe. Was bedeutet denn der Begriff Tech 7? Ja, Tech steht für Technology und es definiert die oberste Segment unserer Produkte. Wir können natürlich haben ein großes Angebot an Comfort- und Assistent-Systemen und das definiert dann, so können unsere Kunden genau das auswählen, was sie brauchen. So, dieses Modell ist ein typischer Vertreter der Tech-Reihe. Was ist das Besondere an ihm? Auf dem ersten Blick ist die Tech-Range natürlich vom P-Profile, das ist ein polygonales Profil mit einer Eigenschaft, dass es sehr nahtlos und sehr steif ist und das ist natürlich leicht gängiger als der konventionelle Kram. Wir können es Ihnen vielleicht mal zeigen, wie gut dieses Profil funktioniert. Und Andrea, das Wichtige ist hier, weil es so steif ist, finden die Betreiber das natürlich ganz toll, weil man alles ganz haargenau platzieren kann, und zwar die Ladung. Also 58 steht für die Metaton-Klasse. Wie hoch ist denn die Hubkapazität? Wir müssen natürlich unsere Kräne kategorisieren, aber ich würde sagen, das ist hier ein Tech-7-Unit. Und wie schon erklärt, sind natürlich zusätzliche Eigenschaften dabei, die die Leistung des Krans steigern. Also wenn wir hier diesen Kran mit einem zusätzlichen Flight-Chip, den Sie hier drüben sehen, zusätzlich anbauen und unser DPSC-System aktivieren, dann können wir diesen 58 MT zu einem 65 oder 70 MT Kran umwandeln. Das ist natürlich ein kanadischer Wetteifer mit sogenannten 60 und 70 MT Kran am Markt mitmachen. Würden Sie das als Art Wunderwaffe bezeichnen? Aus Sicht der Technik ist es keine Wunderwaffe. Wir nutzen Sensortechnologie, und zwar modernste. Und unser Ziel ist es, dass wir immer genau wissen, den Status und die Position des Krans. Wir wissen genau, wo die Ladung ist, wo die Auslegerspitze ist. Wir nehmen all diese Informationen und mit unserem System arbeiten mit Algorithmen. Wir rechnen und machen das Beste aus jeder Situation in Kombination mit Flight Chip. Also Sie sehen hier auch einen Vorteil für den Kunden. Das ist natürlich ein stärkerer Kran. Es ist zwar ein stärkerer Kran, aber unserer Meinung nach ist das Wichtigste das Gewicht, das Grundgewicht.
Wenn wir die PC aktivieren, können wir einen 85er zu einem 70er umwandeln und trotzdem haben wir noch das Gewicht für eines 58. Das heißt, wir haben eine große Krafteinsparung, es ist besser für die Umwelt und darüber hinaus ist es natürlich sehr gut für den Geldbeutel unserer Kunden. Und genau das ist einer der Hauptpunkte. Es gibt natürlich sehr viele Funktionen und Sie haben sehr viele aufgezählt. Gibt es noch etwas zusätzlich, was Sie sagen möchten zu diesen Beispielen? Oder ich glaube, Sie können unseren Gästen und unseren Zuschauern noch etwas zeigen. Ja, es gibt noch viel mehr zu zeigen, aber ich würde sagen, unsere Kunden sollten selbst schauen und unser neues Werbevideo der Technologie-Eigenschaften anschauen. So, vielen Dank, Michaele, für Ihren Input. Wir werden jetzt zu unserem PK48002-7 weitermachen mit Smart Boom Control. Ich denke, wir sollten rübergehen. Michael, ich habe gerade eben erfahren, dass wir Zuschauer haben, die Fragen haben. Möchten Sie diese Fragen beantworten? Ja, natürlich. Jede Frage, die Sie möchten. Okay, einer unserer Zuschauer hat gefragt, da viele unsere Tech-Kräne sehr viele Sensoren haben. Könnten da Probleme entstehen? Das ist natürlich die alte Geschichte, der alte Stiefel, Angst vor Technologie zu haben. Ich glaube, das war in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass Probleme mit Autos gab wegen der Technologie. Aber ich meine, wir befinden uns im Jahr 2020 und es gibt eins, was ich weiß, wenn ich unsere Elektroniksysteme anschaue, wenn ich unsere Radio-Mode-Control-Systeme anschaue, wir haben eine sehr niedrige Versagensquote und das liegt daran, dass wir sehr gute Testfazilitäten haben. Wir haben Vibratorenstests, wir haben Klimakammern, wir versuchen alles, um das komplette System zu stabilisieren. Ich glaube, niemand anders in unserem Geschäftsbereich macht das. Ja, vielen Dank für die Information. Wenn jemand anderes noch Fragen hat, bitte schicken Sie uns die Fragen. Unsere Experten werden sie sicher beantworten können. Ich denke, wir sollten uns jetzt langsam zum PK48 bewegen und das machen wir jetzt auch. Michael, das sieht fantastisch aus, was Sie hier mit dem PK48 aufgebaut haben. Ich freue mich schon, was Sie zu sagen haben. Die Zuschauer werden es lieben. Ja, der PK48 ist ist ähnlich wie ein kleiner Bruder zum 58er, aber dieser ist doch ein bisschen anders. Ich bin mir sicher, Sie sind total aufgeregt und wollen wissen, was neu ist an diesem Kran. Dieser 48er Tech 7 haben wir etwas installiert, was wir Smart Boom Control nennen. Also das ist eine andere Art und Weise, den Kran zu betreiben. Beim Standard-Ladekran konzentriert man sich immer auf den Hauptausleger auf, ab, Außenausleger auf, ab. Wir haben eine Auslegerspitzenkontrolle, ein Smart Boom Control installiert und
wenn sie einfach nur einen Knopf drücken und mit auf dem Palcom P7 können sie den Modus umstellen in diesen Smart Boom Control. Also es hört sich ganz toll an. Das ist jetzt etwas Automatisches. Ja, nicht wirklich automatisch. Die Auslegespitzensteuerung bedeutet, dass anstatt, dass wir eine individuelle Einzelfunktion nutzen, aber bei Ladekränen können unsere Betreiber sich wirklich auf die Außenspitze konzentrieren und genau das, was sie möchten, um ihren Job gut zu machen. So, also mit dieser Steuerung ist es viel einfacher. Denken Sie, ich könnte das auch ausprobieren? Ja, sogar ich könnte das. Also dann können Sie es ganz sicher. Aber vielleicht können wir zeigen, wie es funktioniert. Es gibt Ihnen exakte horizontale und vertikale Bewegungen. Wir zeigen das mal. Das würde ich sehr gerne sehen. Abgesehen vom Komfort für den Bediener kann ich mir vorstellen, dass es natürlich ganz komplett neue Möglichkeiten bietet. Ja, wie Sie sehen, gibt es hier exakte horizontale und vertikale Bewegungen. Und es gibt manche Anwendungen, wo man genau diese Eigenschaften braucht, zum Beispiel wenn man mit einem Erdbohrer arbeitet. Und da braucht man genaue vertikale Bewegungen. Wenn man ein Abfallcontainer aus der Grube nach oben bewegt, wenn man zum Beispiel Kies oder Erde einfüllen möchte in eine Grube, dann braucht man das. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn man Smart Boom Control hat. Also Sie können haben einfach noch mehr Verbesserungen am existierenden Kran vorgenommen. Was wir erlebt haben auf der Bauma, als wir mit unseren Betreibern gesprochen haben, wir hatten ein Demo-Programm hier. Sie meinten, am Anfang meinten sie, dass es schwierig wird, sich daran zu gewöhnen, aber innerhalb von Minuten haben sie es geschafft, mit dem neuen Modus umzugehen. Und sie haben gesagt, sogar ein einfacher Job wie zum Beispiel Auf- und Abladen eines Trucks ist viel einfacher, wenn ich mich auf die Ausladespitze konzentrieren kann. Also das ist natürlich sehr gut. Sie haben tolles Feedback von den Kunden auf der Bauma erhalten. Vielleicht können wir ein Video anschauen. Ich kann es beweisen. Wir haben es auf Video. Ich habe heute die Smart Room Control ausprobieren dürfen und die ist total einfach, lässig, cool und es macht einfach nur Spaß. Das Smart Boom Control System der Firma Balfinger wird in Zukunft für den Kranoperator in gewissen Situationen bei kniffligen Kraneinsetzungen das Ganze in Einsatz erleichtern, weil er sich dann mehr um das Umfeld der Baustelle konzentrieren kann, als wir nur rein um die Bewegung vom Kran und das Ganze noch effizienter und sicherer für den ganzen Kraneinsatz wird. Eine super Sache. Über Einhebelsteuerung, ganz leicht zu bedienen, super Bewegungsabläufe. Ich bin total zufrieden. Thank you, Michael. Ja, vielen Dank, Michael. Sehr, vielen Dank für das Interview. Ja, gern geschehen. Ich denke, wir bewegen uns jetzt zum E-Drive. Dann schauen wir mal rüber. My biggest challenge? To maximize the utilization. Meine größte Challenge, die Nutzung meiner Kräne zu optimieren, vor allem in städtischen Gegenden, wo die Arbeitsstunden sehr eingeschränkt sind. Also, liebes Publikum, wir stehen jetzt genau vor unserem PK 18502SH mit
E-Antrieb. Michael, das ist ein Kran, der automatisch angetrieben werden kann. Stimmt das? Elektrisch. Dafür steht E-Antrieb. Es ist nicht nur ein elektrisch angetriebener Kran, es ist noch viel mehr. Denn das, was wir hier machen, ist, dass wir einen traditionellen PK 18502SH nehmen, ein standardmäßiges 6x4 Gehäuse, und dann haben wir ein E-Antrieb-Konzept dazu getan. Drei verschiedene haben wir hier, und das ist das Besondere. Wir haben drei verschiedene Wege, den Kran mit Energie zu versorgen. Nummer eins und wahrscheinlich auch die wichtigste Art und Weise ist, dass der Antrieb direkt vom Akkusatz kommt, der im Hilfsrahmen des Gehäuses integriert ist. Nummer zwei, und das ist auch sehr interessant und kann sehr einsparend für den Kunden sein, ist, dass wenn man ein 400 Volt oder 230 Volt Stromversorgung hat auf der Baustelle, dann muss man einfach nur den Kran einstecken und mit dem Strom arbeiten, der vom Netz kommt. Und drittens, nicht letztens, haben wir einen Generator integriert. Also wenn der Motor des LKW läuft, dann wird der E-Antriebkran mit Energie oder Strom vom Generator versorgt. Also kann man sagen, dass hier sozusagen eine Hybridlösung geboten wird. Naja, drei verschiedene Betriebsformen. Ziemlich am Anfang vom Projekt haben wir es Tribrid genannt und dann am Ende haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Aber vom Kundenperspektive ist es Hybrid, weil es traditionell betrieben werden kann oder mit Akku. Und unser Hauptfokus liegt auf Akku. Denn wenn es keine andere Stromversorgung gibt und wenn man den Motor vom LKW nicht laufen lassen darf, dann ist der Akkuantrieb die beste Option. Die Betriebszeit mit diesem Akku, heißt das, dass der Kran viel Strom verbraucht? Natürlich braucht der Ladekran viel Energie. Wir können in einem typischen Ladekranzyklus circa 3 Stunden arbeiten, mehr oder weniger, für Standard-Lade- und Ablade-Anwendungsfälle. Aber, und das ist mein Lieblingsfeature von unserem E-Antrieb, seitdem wir den Generator hier eingebaut haben, während der Motor läuft, wird die Batterie wieder aufgeladen. Also man bewegt sich von einer Baustelle zur anderen Baustelle und lädt die Batterie wieder neu auf. Und das verstärkt die Möglichkeiten unglaublich. Also kann der Bediener den aktuellen Status sehen und wie viel Akku noch übrig bleibt. Ja, dafür haben wir ein Display ins System integriert. Und auf diesem Display, das in die Fahrerkabine eingebaut wird, kann man den Energieverbrauch sehen, alle Statistiken, man kann sehen, wo der Strom herkommt, alles, was man wissen muss, jegliche Information, die für den Bediener wichtig ist, wird hier auf dem HMI übertragen. Das klingt faszinierend. Michael, du hast gesagt, dass das eine umweltfreundliche Lösung ist. Ist das eine ökofreundliche, eine umweltfreundliche Lösung und was für Vorteile gibt es für den Endnutzer? Natürlich ist es eine umweltfreundliche Lösung, aber der Hauptpunkt liegt woanders. Man kann mit diesem elektrisch angetriebenen Kran dort arbeiten, wo es niemand sonst kann und wann es niemand sonst kann. Also zum Beispiel in der Stadt, früh am Morgen, spät am Abend in der Nähe eines Krankenhauses, in einem Gebäude drin, mit fast keinem Lärm und total emissionsfrei. Und das steigert die Anwendungsfälle unglaublich. Wird diese Technologie für alle Kranmodelle von Palfinger verfügbar sein? Im Moment ist es da auf die SH-Modelle limitiert. Warum? Weil wir diese Systeme absichtlich auf 48 Volt limitiert haben, denn dann sind alle unsere Wartungszentren weltweit in der Lage, diesen Kran zu warten. Wenn wir höher gehen, dann braucht man bestimmte Qualifizierungen, bestimmte Lizenzen. Aber dieses E-Konzept kann durch alle unsere Servicezentren weltweit gewartet werden. Und das ist sehr wichtig. Aber ich glaube, dass wir sehr bald eine neue Technologie sehen werden. Denn gerade in diesem Feld bewegt sich die Technologie so schnell.
Also ist die Zukunft elektrisch? Die Zukunft ist elektrisch. Die Zukunft wird elektrische LKWs bringen und damit auch elektrische Kräne. Und bis dahin werden wir ein standardmäßiges Ladekrankkonzept anbieten und Palfinger wird das in ein e-betriebenes Konzept verwandeln für unsere Kunden. Hi, Thomas from Kranal og Transport. Hallo, das ist Thomas aus Norwegen. Wir warten auf unseren neuen PK und ich hatte die Chance, diesen Akkukran für ein paar Wochen auszuprobieren. Und ich muss sagen, vor allem in Wohngegenden, früh morgen ist es sehr toll, den Kran bedienen zu können, ohne dass er Lärm verursacht. Und das richtig Coole ist, dass nachdem man ihn ein paar Stunden betrieben hat, dann kann man ihn einfach wieder aufladen. Mit dem Motor. Michael, thank you so much for Michael, your time. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns all diese Anwendungsfälle gezeigt hast, die neuen technologischen Fortschritte. Ich höre, dass es eine Frage aus Norwegen gibt und vielleicht kannst du die Frage beantworten. Die Frage ist, wird es sich lohnen, Akkus und Generatoren bedeuten viele Extrakosten? Was ist deine Meinung dazu? Ja, die Technologie, der Generator, der Akku, natürlich, das sind Extrakosten, aber natürlich wird es sich lohnen, denn ziemlich schnell wird man nicht mehr die Erlaubnis haben, in der Innenstadt von Wien zu arbeiten. Ich glaube, dass es in Oslo bereits so ist, dass die Einschränkungen sehr streng sind. Wenn man also in der Lage ist, den Job zu tun, den sonst keiner tun kann, und zu Zeiten, wo niemand sonst erlaubt ist zu arbeiten, das wird sich mit Sicherheit lohnen. Vielen Dank für deinen Input. Ich gebe jetzt zurück an Mariana und sie steht bei unseren Abrollkippern und Absetzkippern. Sie wird Ihnen Markus Tiefenberg vorstellen. Bleiben Sie dran. My biggest challenge, time is meine größte Challenge, Zeit ist Geld. Ich muss die Trainingszeiträume verkürzen. Hello again, everybody. I'm now Hallo noch einmal an alle. Ich stehe hier jetzt mit Markus Tiefenbach. Er ist der globale Product Manager für die Abroll- und Absetzkipper. Ich bin sehr froh, dass es gerade eben nicht regnet, Markus. Und du wirst mit uns die neuesten Innovationen in deinem Bereich teilen. Was hast du für uns vorbereitet? Ja, danke, dass ich da sein darf. Heute wollen wir unsere letzten Vorstellungen im Bereich der Abrollkipper vorstellen, die Teleskopreihe. Wir nennen sie die PHT-Reihe und sie haben die modernsten Steuerungssysteme in der Welt der Abrollkipper. Das nennen wir das Pad-Touch-System. Das ist ein ziemliches Statement, Markus, aber könntest du uns ein bisschen mehr über dieses Pad-Touch-System erzählen und warum ist es besonders und wie generiert es Mehrwert für die Kunden von Palfinger? Das Pad-Touch-System ist hauptsächlich für den europäischen Markt entwickelt worden. Das Pad-Touch-System hat eine Rückkamera und es kann sogar bis zu drei Kameras handeln, die individuell positioniert werden können, wo auch immer der Kunde diese Kameras positionieren möchte. Es gibt auch einen automatischen Zyklus. Und was der automatische Zyklus macht, ist eine Einhebelbedienung. Also mit einem einzigen Hebel kann man alle Funktionen des Abrollkippers kontrollieren und auch die Geschwindigkeit. Es ist also besonders designt für solche Kunden und es ist auch die größte Herausforderung für unsere Kunden in Europa. Solche Kunden, die Probleme haben, gut qualifizierte und gut ausgebildete Bediener zu finden. Und deswegen sollte es einfach und simpel sein, diese Einheit zu bedienen, auch wenn die Fahrer nicht so viel Erfahrung haben.
Du hast die Probleme auf dem europäischen Markt erwähnt, aber Sie haben Kunden auf der ganzen Welt. Wie verfolgt Palfinger die verschiedenen Herausforderungen von den verschiedenen Kunden auf der ganzen Welt? Und wie hilft Palfinger, diese Herausforderungen zu meistern? Nun, das ist ein großes Problem oder eigentlich nicht ein großes Problem, sondern eine große Aufgabe, das zu erfüllen. Das hier wurde hauptsächlich für den europäischen Markt entwickelt, wo die Nachfrage sehr hoch ist. Aber in anderen Ländern liefern wir verschiedene Einheiten in verschiedenen Containern mit simpleren und einfacheren Steuerungssystemen, wo wir dann die Bedürfnisse der Kunden in anderen Märkten abdecken, wie zum Beispiel in Asien oder in Südamerika. Okay, Markus, ich habe das Gefühl, dass unsere Zuschauer dieses Ding gerne in Aktion sehen würden. Können wir eine kurze Demonstration haben? Ja, mein Kollege, der sitzt schon im LKW drin. Er wird jetzt zeigen, wie er den Container auf den Boden bringt mit dieser automatischen Zyklusfunktion. Okay, that was very impressive. Okay, das war sehr beeindruckend, wenn nicht sogar ein bisschen laut, aber so sind die Dinge nun mal. Markus, herzlichen Dank dafür. Vielen Dank an deinen Fahrer, dass er das vorgeführt hat. Aber ich habe das Gefühl, dass du schon über den nächsten Schritt nachdenkst, dass du schon an die Zukunft denkst. Kannst du einen Ausblick da darüber geben, was die Zukunft der Abrollkipper bereithält? Ja, das würde ich gerne machen. Im Moment sind wir in einer finalen Entwicklungsphase von unserem ILA-System. ILA steht für Intelligent Loading Assist und das wird Folgendes sein. Ein Kamerasystem am Heck des LKWs, das den Container entdeckt und die Containerstange. Die Idee ist, dass nachdem wir die Bedienung des Abrollkippers automatisiert haben, dann ist der nächste logische Schritt, den Container mit einzuschließen in diesen automatischen Prozess. Und ein intelligentes Kamerasystem, wie das ILA sein wird, an dem wir gerade arbeiten, das wird den Container entdecken, wenn es auf dem Boden steht, und es automatisiert die Abrollkipper-Bedienung, also es automatisiert auch den Verbindungsprozess zum Container und auch nach dem Abrollprozess, dann hat es eine automatische Abkopplungsfunktion. Somit muss der Bediener den Abrollkipper nicht mehr funktionieren, es kann sich einfach nur auf, er kann sich einfach
einfach nur auf das Fahren des LKWs konzentrieren und somit erhöht das auch die Sicherheit. Man kann über dieses ILA noch viel mehr erzählen und ich kann das hier nicht erzählen, denn das würde einfach den Rahmen sprengen, glaube ich. Aber wir haben ein kurzes Video vorbereitet, das wir gerne zeigen möchten. Markus, das klingt alles sehr spannend, aber ich wette, dass die Kunden sich wahrscheinlich fragen, wann dieses ILA-System für sie verfügbar sein wird. Nun, wir haben einen ersten Prototyp vorgestellt auf der letzten Bauma schon und wir haben die Bauma dazu genutzt, um ein erstes Kundenfeedback zu bekommen, ob das wirklich das ist, was unsere Kunden brauchen. Und nach diesem sehr positiven Event sind wir in die Serienproduktion gestartet, beziehungsweise Serienentwicklung. Jetzt starten wir mit der Standard-Testphase und wir erwarten die Markteinführung für Oktober nächstes Jahr. Markus, es fängt an zu regnen, aber ich habe noch ein paar Fragen, die unsere Kunden geschickt haben, von denen sie wollten, dass ich sie stelle. Ich habe ein paar hier. Jemand hat gefragt, ob es immer noch möglich ist, den Abrollkipper traditionell zu betreiben, also Funktion für Funktion. Ja, natürlich. Tatsächlich ist es so, dass alle Containerbewegungsfunktionen, so nennen wir das, also alle Funktionen, die genutzt werden, um den Container nach vorne, nach hinten, hoch oder runter zu bewegen, werden weiterhin durch den Joystick gesteuert und alle unterstützenden Funktionen wie die Arretierung oder die Stabilisatoren sind mit dem Touchscreen zu bedienen. Also kann man weiterhin das Funktion für Funktion bedienen. Es gibt noch eine Frage über den Touchscreen und die Frage ist eigentlich, warum? Warum braucht man einen Touchscreen? Ist das nicht teuer? Was würdest du ihnen sagen? Ja, natürlich ist ein Touchscreen wahrscheinlich nicht die günstigste Lösung für ein Steuerungssystem, für einen Abrollkipper, aber tatsächlich bietet es das eine Feature, was die mit der Kamera verbunden ist, nämlich dass man einfach ein weiteres Blickfeld hat. Und dann hat der Touchscreen auch ein Service-Feature, weil der Touchscreen die ganze wichtige Information an die Bediener gibt und auch an den Flottenmanager, solange das an das Telematiksystem angebunden ist. Und am Ende ist die Funktionalität des Touchscreens so viel besser und die Kosten sind nicht dramatisch höher im Vergleich zu anderen Systemen. Naja, wir sollten nicht vergessen, dass wir eine Challenge haben und wir müssen den Container in die Position bringen für unsere Biker.
Markus Tiefenbach, herzlichen Dank für die ganzen Einblicke, die du mit uns geteilt hast. Ich glaube, dass wir jetzt ein paar Schirme finden müssen in der Zwischenzeit, aber ich werde jetzt wieder zurückgeben zu meiner Kollegin Andrea. Sie steht bei der Epsilon-Lösung. Wie geht es dir, Andrea? Meine größte Challenge? Ich brauche eine multifunktionale Kranlösung für ein weites Gebiet von Anwendungsfällen. Vielen Dank, Mariana. Ich stehe hier bei Epsilon und wir haben ein super Produkt hier, den Epsilon 12L. Zuerst möchte ich Ihnen ein Video zeigen, das ist sehr, sehr interessant, und dann werde ich Markus Brenninger vorstellen. Design, Technology and Comfort. Design, Technologie und Komfort für Ihren Erfolg. Das treibt uns jeden Tag an. Denn wenn Sie erfolgreich sind, dann sind wir es auch. Mit mehr als 40 Jahren an Erfahrung in der Kranproduktion und mehr als 40.000 produzierten Kranen sind wir der weltweit führende Produzent von Hebelösungen im Bereich von Holz und Recycling und Anwendungen in der Baubranche. Wir sind deswegen ein Lösungsanbieter für harte, langfristige Anwendungsfälle. Unsere Kräne werden genutzt, wenn Material schnell und präzise aufgeladen werden muss. Das öffnet ein ziemlich großes Feld an möglichen Herausforderungen für unsere Kräne. Wir fangen an damit, dass die Baumstämme aus dem Wald gebracht werden müssen oder auch in sehr steilem Gelände gearbeitet werden muss. Dann muss der Transport aus dem Wald stattfinden. Im Bereich der Baubranche und des Recyclings bieten wir Lösungen für Sperrmüll, Recyclingmaterial, das Handling von Containern und aber auch zum Beispiel Erde oder Zement als Bauverbrauchsmaterial. Aber für alle diese Lösungen haben wir immer nur eins im Fokus, den Bediener, der mit unserem Equipment arbeitet und das täglich. Für ihn haben wir eine Reihe von einzigartigen Features entwickelt, die die Bedienung so einfach und bequem machen wie noch nie zuvor. Hallo Markus. Markus hat jetzt bei Palfinger, bei Epsilon, bereits seit 13 Jahren gearbeitet und der ist Head of EMEA Sales und seit Oktober ist er auch der Geschäftsführer dieser Produktlinie. Der Kran hier im Hintergrund, der 12L, wird ziemlich oft auf Baustellen genutzt und das hauptsächlich in Norddeutschland. Markus, ich habe das Video geliebt und ich freue mich auf neue Entwicklungen. Ja, danke, Andrea. Ich kann kaum noch was hinzufügen, außer natürlich das Wichtigste, mehr Lösungen oder unsere Lösungen vom Palfinger für die Recycling-Reihe. Wie du bereits erwähnt hast, haben wir die neueste Innovation im Baubranchenbereich hier aufgestellt. Das ist der M12L80 und die besondere Lösung hier ist das HPC-System, and that's new. Okay.
Und das HBSC-System ist auch neu. Okay, now, jetzt ein bisschen eine allgemeine Frage. Du hast so viele Kunden da draußen mit riesigen Herausforderungen. Welche Art von Lösungen können diesen Kunden angeboten werden? Naja, im Prinzip sind die Epsilon-Produkte für Holz- und Recycling-Anwendungen designed und auch für die Baubranche. Und diese Kräne werden für sehr harte und lange dauernde Anwendungsfälle genutzt. Hier muss man natürlich darauf achten, dass die Nutzlast optimiert wird. Betriebsgeschwindigkeit ist eine andere Herausforderung, genauso wie Bedienersicherheit und Komfort. Es mangelt auch an qualifizierten und gut ausgebildeten Bedienern auf dem Markt. Und das hilft natürlich dann auch den Kunden, die Bediener im Geschäft zu halten. Und was heißt das für die konkreten Lösungen, die du uns heute zeigst? Naja, viele von Ihnen werden wahrscheinlich erwarten, dass wir heute einen typischen Holzkran von Epsilon sehen. Aber da wir bereits 40% in der Recycling- und Baubranche verkaufen, wollen wir heute die Wandelbarkeit unserer Reihe vorstellen. Und in diesem Fall haben wir sehr gut den Bedürfnissen der Kunden in den städtischen Gegenden von Berlin zugehört. Und hier bewegen die Kunden Sperrmüll von Baustellen. Sie bewegen Kies oder Grüngut. Und die Herausforderung hierbei ist, dass man einen Kran hat, der alle Aufgaben erfüllen kann. Und deswegen haben wir diese Lösung entwickelt. Es ist ein heckbetriebener Epsilon-Kran mit einem zweiseitigen Kipper. Das ist unsere Lösung. Aber ich würde jetzt vorschlagen, dass wir uns das Produkt einfach näher genau anschauen. Mein Kollege Michael wird uns mehr Details zeigen. Ja, Michael, komm rüber. Hallo Michael. Wie ist es, diesem Kran zu bedienen? Dieser Kran fühlt sich einfach toll an. Wir haben den Master Drive, das ermöglicht eine bequeme Arbeitsposition. Der Kran reagiert sehr präzise und sehr schnell. Und mit dem HPSC-System kann der Kran in engen und städtischen Gegenden genutzt werden. Vielleicht möchtest du uns etwas vorstellen. Lass uns das tun. Ja. Markus, wenn ich mir diese Lösung anschaue, du hast gerade Master Drive erwähnt, das sticht mir ins Auge. Was ist das? Das klingt spannend. Ja, der Master Drive ist der erste Sitz in der Branche, der zusätzliche Sicherheit für den Bediener bietet, wegen der Schalen auf der Seite. Also sitzt der sehr sicher im Sitz. Zusätzlich dazu haben wir die mechanische Aufhängung. Das ist sehr gut für den Komfort des Bedieners. Wir haben ergonomische Armlehnen, was auch dem Bediener hilft, wenn er lange in diesem Sitz verbringt. Auch weniger Rückenschmerzen. Und der Kran hat servogelenkte Joysticks. Und das ist auch etwas, was wir vorhin schon gesehen haben. Man kann den Kran sehr schnell bedienen, aber auch sehr präzise. Und das ist bei diesen Anwendungsfällen sehr wichtig. Ja, ich kann hier den Bedienerkomfort mit Sicherheit feststellen. Und zusätzlich dazu sieht es einfach super aus. Ja, es sieht super aus. Es sieht richtig cool aus. Und ich kann sogar sagen, dass es noch cooler ist, wenn es draußen regnet, wie zum Beispiel heute sehr schwierig Wetterbedingungen, dann kann man einfach das Dach zumachen, man kann den App-Shoot zumachen und das schützt den Bediener sehr gut, wenn es regnet oder wenn die Sonne scheint oder es windig ist. Zusätzlicher Komfort. Das ist wirklich eine perfekte Lösung. What about reduction in noise? Can we hear something?
Gibt es hier auch eine Geräuschreduzierung? Ja, du hast recht, es ist ziemlich ruhig jetzt, weil wenn der Kran auf der Baustelle ist, the hydraulic flow reduces down to almost zero. Dann wird das, der hydraulische Fluss auf fast null runtergefahren. Das reduziert natürlich Kraftstoff, aber auch Kosten. Es ist gut für die Umwelt. Und ein anderer Vorteil ist, dass sobald der Kran wieder in Betrieb ist, dann reguliert das System alles wieder hoch und das macht den Kran dann schneller. Also ist das im Prinzip besser für alle. Ja, ja. Vielen Dank, Markus. Das war ein super Interview. Vielen Dank für die Information. Wie Sie sehen können, Epsilon hat Fantastisches zu bieten. Sie haben richtig tolle Produkte. Es geht immer darum, die maximale Reichweite zu erweitern. Es geht um Stärke, es geht um Geschwindigkeit. Es gibt Holzkräne, die im Moment in Deutschland unterwegs sind, in Stuttgart zum Beispiel, die getestet werden. Schauen Sie es sich an. Testen Sie die Kräne. Vielen Dank, Markus, das war fantastisch. Okay, die 45 Minuten sind um. Ich stehe hier mit unseren Bikern, Tom und Marco. Jungs, seid ihr bereit für die Challenge? Tom, bist du bereit? Ja, total, ich kann es kaum erwarten. Und du, Marco? Ja, ich auch. Ich kann es auch kaum erwarten. Okay, ihr habt es gehört. Sie sind bereit für die Challenge, aber wie steht es um Palfinger? Ist der Hindernisparcours fertig? Ja, wir sind fertig. Wir haben es gerade noch fertig bekommen. Also willkommen zu unserer Team-Challenge mit unseren verschiedenen Lösungen. Wir haben die Challenges für Tom und Marco aufgebaut. Das ist super. Sie müssen ein paar Hindernisse überwinden und ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös. Wir haben die Jungs mit unserer Smart Eye Solution ausgestattet und dem Fleet Monitor Tracking, damit wir das von deren Perspektive sehen, während sie durch den Parcours fahren. Okay, dann sind wir quasi live mit dabei, um von euren Helmen aus zu sehen, was passiert. Okay, die Challenge ist fertig, die Athleten sind bereit. Somit kann ich nur noch sagen, auf die Plätze, fertig, los! Die erste Challenge ist der Container, den wir mit dem PHT 20 aufgebaut haben. Die Jungs müssen eine Höhe von 2,6 Metern überwinden und müssen mit dieser unebenen, rutschigen Oberfläche des Containers zurechtkommen. Hier bei der Kieswand müssen die Biker die Schwerkraft überwinden, indem sie 3,2 Meter springen. Von Palfingers Seite kann ich garantieren, dass sie Betonwände sicher sind, denn wir haben sie überprüft mit Struck Inspect. Hier sind wir jetzt in der Zone der niedrigen Emissionen. Hier ist es nicht erlaubt, mit dem Motorrad reinzufahren. Das ist kein Problem für Tom, aber lasst uns mal sehen, was Marco tut. Musik
Our PK48 with the Smart Boom. Unser PK48 mit der Smart Boom Control wurde schon vorgestellt. Jetzt sind die Biker an der Reihe. Sie müssen ihre Angst vor instabilen Höhen überwinden, damit sie die Stufen hochkommen können. Am Ende des Parcours müssen die Jungs nun etwas Besonderes tun. Marco und Tom müssen einen schmalen Stamm auf Höhe von 3 Metern überqueren. Unsere Kräne werden ihnen hochhelfen, unsere Stapler, und sie werden den Fallschutzmodus nutzen. As already mentioned, we installed. Wie ich schon erwähnt habe, haben wir auf den Helmen unser Smart Eye System installiert. Schauen wir uns das mal aus deren Perspektive an. Zusätzlich dazu haben wir die 2 Fahrer mit unserem Fleet Monitor Tracker ausgestattet, damit wir deren Performance auf dem Parcours sehen können. Oh mein Gott, Jungs, das war unglaublich. Ich bin immer noch, mein Herz schlägt immer noch so schnell, einfach nur vom Zuschauen. Wie fühlt ihr euch, Tom? Vielleicht kannst du uns das sagen. Wie war es für dich? Ja, ich fühle mich sehr gut. Ein bisschen Tränen habe ich in den Augen, aber das ist von der Kälte. Das ist kein Witz hier. Das ist wirklich ein ernstzunehmender Parcours hier. Wie geht es dir, Marco? Ja, es war ein bisschen angsteinflößend, aber wir haben es geschafft und ich freue mich. Mein Herz schlägt immer noch, aber wir haben es geschafft und das ist das Wichtigste. Ich muss euch fragen, hattet ihr jemals eine Challenge mit einem Kran? Nein, wir haben viel gemacht mit Porschen und Tanks, aber keine Kräne bisher. Was war das angsteinflößendste von allen Challenges und den Hindernissen? Ja, definitiv das letzte Hindernis. Es war ziemlich schwierig, am Ende wieder sicher zurückzukommen. Waren die Bierkästen für dich auch so schwierig? Ja, aber der große Sprung bei der Kieswand war auch sehr angsteinflößend. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr Jungs es geschafft habt. Ihr könnt sehen, diese Jungs sind Profis, sie wissen, was sie tun. Bitte probiert das nicht zu Hause aus.
Und diese professionellen Athleten, genauso wie diese professionellen Athleten, bietet Palfinger die professionellen Lösungen. Vielen Dank, Jungs, und vielen Dank an alle, dass Sie uns zugeschaut haben, auch wenn es ein virtuelles Event ist. Aber wir freuen uns so sehr, dass Sie dieses Event mit uns geteilt haben. Vielen Dank, und wir hoffen, dass wir Sie ziemlich bald persönlich sehen können. Und ich hatte ein, mich hat es total von den Füßen gehauen. Dieser Parcours war unglaublich. Diese Challenge wurde wirklich angenommen. Für das Publikum draußen, bitte bleiben Sie dran. Es warten noch ein paar faszinierende Interviews auf uns. Das eine mit den Mitnahmestaplern und das andere über Arbeitsbühnen. Von meiner Seite auf Wiedersehen. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie warm. Der Winter kommt. Auf Wiedersehen von Lengau.